Okay, nochmal herzlich willkommen bei unserer ECM-Diskursveranstaltung. Das ist eine Reihe, die wir im Rahmen unseres ECM-Lehrgangs haben, an der Angewandten. Wir sind hier zu Gast, wir sind hier im Rahmen der Essenz im Künstlerhaus zu Gast. Vielen Dank dafür, jetzt in den großen Räumlichkeiten. Normalerweise ist ja die Essenz jetzt oft schon hier gewesen, diesmal vor allem in den oberen Räumen, aber wir haben gesagt, wir sind in Vorbereitung einer Ausstellung mit unserem Lehrgang zum Thema Mode und Produktion in Zusammenarbeit mit der Textilienklasse, mit der Modeklasse und mit den Sammlungen der Angewandten. Und wir haben im Vorfeld dieser Ausstellungsplanung eine ganz große Inspiration bekommen, und die war von Sonja Eismann. Und wir sind sehr, sehr dankbar, dass sie heute da ist, mit uns weiter zu diskutieren und zu überlegen, wie können denn Modeausstellungen auch vielleicht anders ausschauen, und hoffen da auf viele Anregungen eben auch und auf eine gute Diskussion. Vielen Dank fürs Kommen und auch vielen Dank meine Kollegin Nora Sternfeld. Ja, danke schön, Beatrice, und vor allem vielen Dank, dass du noch gekommen bist heute, fast wie ein echter Hollywood-Showdown, weil das Auerflugzeug gecancelt wurde und wir es dann aber noch geschafft haben, pünktlich, dass Sonja Eismann wieder da ist, zum zweiten Mal. Beim ersten Mal war sie bei uns im Lehrgang und hat tatsächlich etwas ins Rollen gebracht. In Bezug auf die Frage nach der Möglichkeit, Mode auszustellen, bei der sie uns sehr herausgefordert hat, im Hinblick auf eine Auseinandersetzung mit Kontexten, die dir, so hast du uns das sehr deutlich dargestellt, in Modeausstellungen bisher zu fehlen scheinen. Die inspirierende interne Diskussion hat uns alle dazu gebracht, dass wir dachten, das möchten wir eigentlich auch öffentlich diskutieren, und das möchten wir öffentlich diskutieren noch eine Zeit bevor unsere Ausstellung stattfindet, sodass wir auch eine gemeinsame Auseinandersetzung hier haben können, die dann einfließen kann in unsere Vorarbeiten und dann in die Ausstellung. Die im Dezember eröffnen wird und die dann auch ein Ort sein wird, wo wir hier vielleicht weiter diskutieren können, wo wir vielleicht auch dann an den Ansprüchen, die heute formuliert werden, gemessen werden können und öffentlich auf das hin von allen hier und hoffentlich noch mehr Leuten befragt werden können. Ja, das ist der Grund, warum wir Sonja nochmal gefragt haben und uns eben freuen, dass du nochmal gekommen bist. Und wir haben diese Veranstaltung dann für heute Abend widerständige Falten, soziale Knoten, historische Schichten genannt. Also genau das zum Titel gemacht, was dir zu fehlen schien, um gemeinsam heute zu diskutieren, welche Möglichkeiten es geben könnte, Mode anders auszustellen. Anders, als wir es in den letzten Jahren sehr oft gesehen haben, anders als ein Abfeiern großer Namen, eigentlich letztlich an der Schnittstelle zwischen Mode und Kunst, ein Abfeiern von Konsum. Sonja Eismann, für alle, die sie nicht kennen, wir haben uns schon selbst kritisiert darüber, dass du für uns so ein Star bist, dass wir auf diese Karte gar nicht geschrieben haben, wer du bist, ist Journalistin, Kulturwissenschaftlerin aus Berlin. Für mich sehr wichtig geworden, weil du als Mitbegründerin von Zeitschriften wie unter anderem dem Missy-Magazin einen Feminismus geprägt hast, der Lust auf sich selbst macht. Und in dem Sinn bist du eben auch nicht nur als Journalistin aktiv, sondern auch als Wissenschaftlerin und Lehrende, lehrst an unterschiedlichen Universitäten, unter anderem in Basel und Salzburg. Und deine Forschungsschwerpunkte würdest du verorten zwischen einerseits Repräsentation von Geschlecht, andererseits Populärkultur und aktuelle feministische Diskurse und Modetheorie. Für uns im ECM war tatsächlich auch deine Einführung, die du herausgegeben hast, Absolute Fashion, die 2012 erschienen ist, ein sehr wichtiger Einstieg in das Thema, und auch auf das von dir herausgegebene Buch Hot Topic zum Popfeminismus beziehen wir uns immer wieder. Ja, das heißt, als jemand, die es versteht, nicht moralisch, sondern politisch,
an Fragen der Populärkultur heranzugehen, würde ich dich vielleicht jetzt zuerst mal fragen und bitten, dass du uns deine Skepsis jetzt auch im Größeren nochmal teilst an diesen Blockbuster-Ausstellungen im Modebereich. Okay. Genau, ich möchte nur noch kurz hinzufügen, dass ja viel von dem ich mache auch sehr stark in Wien verwurzelt ist. Also es fing gar nicht nur mit der Zeitschrift Missy an, sondern es fing mit Nylon an, wo ich auch einige bekannte Gesichter von früher noch sehe. Deswegen gibt es da so einen sehr starken Connex zu Wien auch. Also auch in diesem Buch Hot Topics sind sehr viele Wiener Stimmen drin. Deswegen freue ich mich besonders, hier zu sein und mit euch dieses Thema diskutieren zu können. Zur Ausstellungspraxis von Mode in Museumskontexten fallen einem natürlich erstmal diese großen sogenannten Blockbuster-Ausstellungen ein, von denen immer gleichzeitig mehrere laufen. Also im Moment ist es zum Beispiel gerade Karl Lagerfeld in Bonn oder Alexander McQueen in London, die war auch vorher schon in New York, und diese Ausstellungen gelten mittlerweile als zuverlässige Cash-Cows für die Museen, und da entzündet sich immer die Frage dran, sozusagen, ist die Person, die da ausgestellt wird, ist die noch lebendig oder ist die schon tot? Ja? Also das scheint irgendwie einen kritischen Umgang noch schwieriger zu machen, wenn die Person noch lebendig ist, weil sie dann eben auch mit meistens kuratiert das eigene Werk, was ja schon mal relativ ungewöhnlich ist. Und so im Bereich der Fashion Studies, die ja auch noch ein relativ neues und quasi auch interdisziplinäres Feld sind, wird natürlich immer wieder Kritik an diesen Ausstellungen laut, weil die sozusagen nur als verlängertes Marketing-Tool dieser großen Marken gesehen werden, sozusagen die Nobilitierung dieser sozusagen auf maximalen Profit ausgerichteten Superbrands, die dann durch die Einbettung in seinen künstlerischen Kontext passiert. Also da wird dann auch davon gesprochen, dass wir es sozusagen mit einer Catwalk-Economy zu tun hätten, die sich dann auch im Rahmen des Museums, im Rahmen dieser Ausstellung zeigen würden. Diese Ausstellungen würden sich, und ich kann das natürlich auch bestätigen, kaum von Auslagen diesen Designer-Stores unterscheiden. Mitunter waren auch schon die Designer-Stores, nur wenige hundert Meter entfernt von den Ausstellungsorten, wo dann die Mode in einem Ausstellungskontext zu bestaunen war. Und ich habe dann eben festgestellt, dass es natürlich nicht nur diese Arten von Ausstellungen gibt, von Mode, obwohl die natürlich am meisten Publicity bekommen, sondern es gibt ja auch durchaus noch andere Formen, sich mit Mode zu beschäftigen. Aber was ja bei dir auch schon zur Sprache kam, es gibt quasi nie sozusagen ein umfassend verschränktes Bild von allen Schichtungen oder Verknüpfungen, die mit Mode zu tun haben. Also sehr viele Aspekte werden ausgeblendet. Nur als ein Beispiel, ich habe im Pariser Immigrationsmuseum, das es seit einer Weile gibt, eine Ausstellung gesehen, von der ich mir sehr viel erwartet habe, wo es darum ging zu zeigen, dass sozusagen das, was als Pariser Mode gilt, eigentlich durch sehr viele verschiedene Einflüsse von Menschen, die eben nicht in Frankreich geboren sind, entsteht. Und da war das dann eben so, dass sehr viele Namen genannt wurden und Kostüme gezeigt wurden, aber dann sozusagen mal darauf hinzuweisen, wie auch Formen, Textilien, Produktionsweise migrieren können. Ja? Das wurde dann eben verabsäumt. Es ging dann eben nur darum, das Biografische abzuhaken und die Kostüme darzustellen. Genau wie in einer Ausstellung am Fashion Institute in New York, die von Valerie Steele kuratiert wurde, die auch dieses Fashion Theory Journal herausgibt, habe ich mir auch sehr viel davon versprochen, weil es um queere Mode gehen sollte, und ich fand eben die Vorstellung, dass es sozusagen um queere, widerständige Schnittformen, widerständige queere Materialien etc. gehen könnte. Das fand ich sehr inspirierend. Letztlich hat sich die Ausstellung aber darauf beschränkt,
Designerinnen und Designer, die eben irgendwann sich selbst oder als schwul oder lesbisch geoutet haben oder geoutet wurden gegen ihren Willen, sozusagen biografisch und auch wieder mit ihren Kostümen darzustellen. Und das ist natürlich, finde ich, relativ unbefriedigend. Vielleicht gehen wir das Gespräch jetzt auch nochmal so ein bisschen systematisch an. Und um jetzt, also das ist sozusagen deine Grundthese, über die möchten wir heute diskutieren, und um sie zu verstehen, dass einerseits die Produktionsweisen kritisiert werden müssen und andererseits Formen widerständiger Handlungsmacht thematisiert werden müssen, würde ich gerne diesen beiden Dingen jetzt erstmal so Schritt für Schritt nachgehen. Einerseits, wie wird Mode produziert? Andererseits, wie produziert Mode uns? Das sind zwei Fragen, denen du kritisch auch in deinem Buch nachgegangen bist. Vielleicht kannst du auch mal so ein bisschen einführend was über die Problematik der Produktion von Mode und Identität und Normen und so weiter sagen. Genau, also ich würde vielleicht gerne, um diese Bandbreite von der Darstellbarkeit von Mode in den Ausstellungskontexten nochmal sozusagen darzustellen, würde ich vielleicht gerne nochmal exemplarisch zwei Ausstellungen, die im Moment gerade noch zu sehen sind, nennen. Das ist eben auf der einen Seite die große Alexander McQueen Show, die jetzt im Victoria and Albert Museum in London läuft, und dann eben eine Ausstellung im Hamburger Gewerbemuseum, die heißt Fast Fashion. Und bei der Alexander McQueen Show, ich meine, Alexander McQueen ist ja 2010 verstorben, das ist wirklich das, was sozusagen als hagiografische Star-Ausstellung gehandelt wird. Also da gibt es dann lange Warteschlangen und Timeslots. Wenn man dorthin kommt, kriegt man gleich ein Booklet in die Hand, worüber ich mich gefreut habe, nur um dann festzustellen, dass es eine Swarovski-Werbebroschüre war, die eben diese Ausstellung auch mitfinanziert haben. Und man kommt dann rein in einen dunklen Raum und dann ist so ein mysteriös angeleuchtetes Porträt von Alexander McQueen im ersten Raum, und alles ist mit passend kuratierter Musik erfüllt, also irgendwie Gothic oder Tribal oder Techno, und im Endeffekt sind es verschiedene Kostüme aus verschiedenen Kollektionen, die eben auf diese Puppen, also diese Gestelle sozusagen, aufgezogen sind und dazu dann eben verschiedene verfremdete Köpfe, und dann ist man in einem Raum, da gibt es dann, das sieht dann aus wie so eine Gruft mit lauter Schädeln und Knochen, und es gibt eine 3D-Animation von Kate Moss, also es ist ein, würde ich mal sagen, ein wahnsinniger Überwältigungskitsch. Also es überwältigt wirklich, ja, es ist auch alles ganz dunkel, und es ist aber wirklich so als großes, sozusagen als Event, als Mode-Event mit sozusagen einstürzenden Bildern und so Mode en masse konzipiert. Also es gibt auch einen Raum, wo sich sozusagen die Mannequins stapeln bis unter die Decke und teilweise auch die Kleidung durch Lufthauch animiert wird. Ja. Also das ist die eine Seite, die dann eben auch so beliebt ist, dass die Leute vorher im Internet buchen müssen. Und dann die andere Seite ist so eine kritische Ausstellung, wie ich sie in Hamburg gesehen habe, die Fast Fashion hieß. Und die sehr didaktisch konzipiert ist und quasi nur von den Arbeitsbedingungen her denkt. Ja? Und also das ist natürlich auch eine Sache, die uns alle beschäftigt oder beschäftigen sollte, weil wir natürlich mehr oder weniger wissen, was für grauenhafte Zustände da herrschen. Aber mich hat dann am Anfang doch stutzig gemacht, dass es auf der einen Seite gab es den Weg Fast Fashion und auf der anderen Seite Slow Fashion. Und das war dann sozusagen so eine binäre Vorstellung von so ist es falsch und so ist es richtig, die natürlich letztendlich auch nicht so einfach umzusetzen ist. Und da ging es dann wirklich nur um also das wirklich erschütternde Elend von Textilarbeiterinnen, von vergifteten Flüssen, von Frauen, die was weiß ich, ihr Leben lassen, die zu wenig Geld haben, die sich nicht gewerkschaftlich organisieren dürfen. Und das war auch im Vergleich zu den anderen Ausstellungen so angelegt, dass man auch haptisch in Kontakt getreten ist teilweise. Also es gab aus alten Lumpen zusammengepresste Hocker, auf die man sich setzen konnte, und es war einem alles sehr nah, und es war tatsächlich so abscheulich, dass ich am Ende weinen musste. Ja? Also das war sozusagen die andere Seite. Und meine Vorstellung von einer gelungenen Modeausstellung wäre aber was es schafft, diese Aspekte zusammenzudenken. Ja? Also diese ganz
krassen materiellen Seiten von Modeproduktion, aber natürlich auch das Lustvolle, wie wir unsere Identitäten anhand von spielerischen Modeentwürfen, sei das jetzt wie bei Alexander McQueen mit Kleidern aus Muscheln oder was auch immer, oder anhand von ja tatsächlich queeren Schnitten, die auch als solche sozusagen thematisiert werden, wie wir unsere Identitäten da entwerfen können und dabei aber auch noch sozusagen informiert werden, wie wird diese Mode hergestellt, wie sozusagen kommt es dazu, dass diese Formen, diese Farben, diese Textilien jetzt bei uns so getragen werden, was ist die Geschichte davon, ja? Also was ist die Geschichte des Kolonialismus, die da drin mitspielt, die Geschichte von Gewalt, auch geschichtlich, also auch sozusagen aus einer postkolonialen Perspektive, und genau, wie können wir das zusammendenken? Und eine weitere Frage, die aber auch wirklich sehr schwierig zu beantworten ist, wie kann Mode auch so visuell oder materiell im Raum präsentiert werden, dass nicht dieses Paradigma von Figurinen mit Entwürfen, wie auch immer originell dann zum Beispiel die Köpfe sind, dass dieses Paradigma so durchbrochen wird, was natürlich schwierig ist, weil es gibt gerade bei historischen Textilien Museumsstandards, die eingehalten werden müssen, also internationale, diese ICOM-Standards, die eben auch besagen, dass die Temperatur in einer gewissen Weise sein muss, die Feuchtigkeit, die Lichtbedingungen etc. Ja, also ich fasse es nochmal zusammen. Wir haben auf der einen Seite die Ausbeutungsverhältnisse und die Arbeitsverhältnisse, die du wichtig findest zu thematisieren. Auf der anderen Seite die Geschichte auch dieser Ausbeutungsverhältnisse als Kolonialgeschichte. Drittens die normierende Logik, was Geschlechter betrifft, aber auch anderen Formen von Normalisierung, die ganz massiv durch Schönheitsideale und Geschmack in die Gesellschaft eingeschrieben sind. Und wir haben viertens die Verwertungslogik und Vermarktungslogik. All diese vier scheinen mir eben, und das finde ich schon wichtig auch für die Analyse von deinem Punkt, ja, überhaupt nicht unbekannt zu sein. Sie sind ganz stark Teil des Marktes geworden in seinen Aneignungsstrategien und tragen möglicherweise zum Schein der Ware bei. Also das können wir auch so von Bell Hooks lernen, von so einer schwarzen Kulturtheoretikerin aus den USA, die uns ganz klar macht, dass die Verwertung genau dieser Ausbeutungsverhältnisse selbst dann auch noch als cool Teil des Marketings und der Mode und so weiter werden. Und da haben wir auch schon das Problem. Also wir haben das Problem, dass genau dort, wo wir leiden, wir vielleicht auch leiden, damit wir besser kaufen. Das könnte die Schwierigkeit an dieser binären Logik zwischen Slow Fashion und Fast Fashion sein. Ich kann gleich sagen, dass wir jetzt schon Monate darüber diskutieren und wir keine Antwort haben, aber vielleicht kommen wir einfach bei einer Problematisierung im Laufe des heutigen Abends ein bisschen weiter. Wir wissen, dass eine einfache Thematisierung dieser vier Aspekte nicht ausreicht. Wir wissen auch, dass wir Lust haben wollen auf das, was wir machen. Und jetzt also nochmal vielleicht gleich die Folgefrage wäre, welche Formen widerständiger Handlungsmacht, und ich weiß ja, dass du welche kennst, aber dir jetzt auch mal so einfallen, die quer verlaufen würden zu einer solchen vielleicht moralischen oder sehr leicht verwertbaren Perspektive. Du meinst jetzt in Bezug aufs Ausstellen? Oder? Nein, ich meine jetzt auch erstmal, um uns dem Thema anzunähern in Bezug auf Mode und dann zu schauen, was können wir von denen vielleicht auch fürs Ausstellen lernen. Weil fürs Ausstellen fällt uns relativ wenig eigentlich ein. Das ist ja auch der Grund, warum wir diese Diskussion so wichtig fanden. Ja, also ich denke, Mode, die sozusagen mit der Reflexion ihrer Herkunft, ihrer Verflechtung aufgeladen ist, ist auf jeden Fall schon mal irgendwie spannender und lustvoller, was eben nicht heißt, dass sie weniger ambivalent ist, aber ich denke da immer gerne an das Beispiel von Min Ha Pham, einer amerikanischen Modetheoretikerin, die sozusagen dieses Beispiel des Chinatown played, was sozusagen als Insignium von
von billig, von Sweatshop-Mode dann in die High Fashion gewandert ist, ja, was sie dann sozusagen nochmal historisch dekonstruiert und rekonstruiert und sagt, wie da sozusagen die kolonialen Wege waren. Und da denke ich dann, dass so eine Aneignung von Wissen, von Formen durchaus ja, Lust macht, mit diesen Materialien zu arbeiten und sich auch damit auseinanderzusetzen, wie die instrumentalisiert werden. Und ich meine, natürlich gibt es sehr viele Möglichkeiten, sozusagen das, was sozusagen abseits von diesen High-Fashion-Zirkeln passiert, nochmal neu zu denken. Ja? Also nicht unbedingt auseinanderzunehmen, aber ja, was ich eben in letzter Zeit sehr spannend fand, das war eben sozusagen auch so dieses Umleiten von Stereotypen, was durchaus auch in so eher im High-Fashion-Bereich angesiedelten Brands passiert, aber was natürlich auch aus, ja, also aus Street-Style kommt. Also was mich eben in letzter Zeit sehr fasziniert hat, das ist eben der Umgang von mit Geschlechtercodes in der Mode, wo dann zum Beispiel in Streetwear, die eher an Hip-Hop angelehnt ist, wo dann sozusagen da das letzte Tabu von der Mode gefallen ist, dass eben sozusagen die Geschlechtergrenzen nie wirklich in Frage gestellt werden. Also dass Frauen sich zwar alles aus der Männergarderobe aneignen können, umgekehrt aber nicht. Und gerade da in einem Bereich, wo es immer noch rassistische Vorurteile von sexistischen Verhaltensweisen gibt, also gerade in so einem auch sehr von People of Color dominierten Bereich von Street-Style-Kultur, fängt es jetzt eben an, dass sich ganz selbstverständlich Insignien vermeintlich weiblicher Schnitte, Textilien, Formen angeeignet werden. Ja, also dass es tiefe Ausschnitte für Männer gibt, Rüschen für Männer, BHs für Männer, Spitzenteile für Männer, Netzteile, geschnürte Sandalen etc. Und das finde ich irgendwie, also dann manche Designerinnen sagen dann auch, ja, für neuere Generationen von Männern ist ein Rock einfach ein Kleidungsstück und nicht männlich oder weiblich kodiert. Und ich glaube, da passieren dann schon sehr interessante Sachen, die auch so bubble-up-mäßig, wie man sagt, von unten hochkommen und dann sozusagen vermeintliche Gewissheiten einfach mal in Frage stellen. Also ein anderes Beispiel, wo ich sowas auch sehe, ist zum Beispiel der Umgang mit Alter und Mode, wo eben auch sozusagen Sachen, die angemessen sind für gewisse Lebenszeiten, Lebensalter, dann nochmal in Frage gestellt werden, auch sehr lustvoll durch Aneignung. Ich meine, es gibt natürlich da auch sozusagen kommerzielle Aneignungsstrategien, wenn Joan Didion mit 80 für Celine eine Sonnenbrille modelt oder Charlotte Rampling mit Marc Jacobs oder Jürgen Teller im Bett nackt schmust etc. Aber auch da sehe ich sozusagen den Spaß daran, vorgefertigte Konzepte von identitären Entitäten durch Mode eben umzustoßen. Oder eben auch noch ein anderes Beispiel, was mich sehr beschäftigt, ist sozusagen die Frage der Invisibilität oder der Hypervisibilität durch Verhüllungen wie einerseits Hijabs oder Niqabs, die ja auch in Modeblogs jetzt sehr stark verhandelt werden, auch fetischisiert werden, und dann andererseits die Parallelen dazu zu Hoodies, ja, also sozusagen diese Strategie, politisch unsichtbar zu werden und dadurch sozusagen sich der Repräsentationslogik zu entziehen und machtvoller zu werden. Wir haben das auch bei den Londoner Riots gesehen, diese Logik, und die sehe ich teilweise auch bei dem, was man jetzt eigentlich, glaube ich, schon auch Muslim Fashion nennen kann. Also da gibt es durchaus so dieses Selbstbewusstsein oder diese Trends und andererseits aber auch so diese, dieses Lesen der Körper, die sich mit Stoff bedecken, als hypersichtbar. Ja? Also diese Paradoxe, finde ich, produzieren irgendwie sehr viele interessante neue Ansätze dazu, wie wir über Mode nachdenken können und sollten. Ich bleibe jetzt noch, ich
stelle dir noch zwei Fragen und dann geben wir ins Publikum. Ich bleibe noch einmal ganz kurz bei diesem Thema. Ich finde dieses Aneignungsthema extrem interessant. Wir haben uns auch verschiedene Fragen dazu gestellt, aber Aneignung ist ja ein wesentliches Thema der Populärkultur. Insofern haben wir da eine Expertin hier am Tisch. Und Aneignung ist etwas, was jenseits von links und rechts verläuft und offensichtlich auch nicht den Widerspruch zwischen Kapitalismus und Antikapitalismus insofern kennt, als Aneignung tatsächlich ständig stattfindet. Wir finden uns auch ständig innerhalb des Neoliberalismus angeeignet vor. Und Aneignung ist eben auch ganz klar und auch historisch immer schon eine rechte Strategie gewesen. Es war der Nationalsozialismus schon eine Aneignung des Sozialismus und es ist Fred Perry tragen, das war heute eine Diskussion, eine Aneignung einer Marke von Seiten der Neonazis. Es ist das Tragen von Palästinenserinnen-Tüchern eine Aneignung einer politischen Form in die Populärkultur hinein, in die Konsumkultur hinein. Es ist die Aneignung, eben genau wie wir das auch hier hatten, ja sogar die Aneignung von Ausbeutungsverhältnissen zur Verwertung, die Aneignung von Widerstandsstrategien zur Verwertung, ein ganz selbstverständlich der Logik des Neoliberalismus und des Kapitalismus eingeschriebene Strategie. Und zugleich scheint es uns, da wir uns ja immer nur innen befinden, auch eine Möglichkeit und vielleicht sogar eine der wenigen Möglichkeiten, die wir haben, um mit dem, was uns zur Verfügung steht, zu agieren. Ich glaube, ich, hegemonietheoretisch gesprochen, glaube das auch, weil ich eben auch glaube, dass wir gar keine andere Möglichkeit haben, als uns einzuschreiben, im angeeignet werden, immer auch wieder anzueignen. Aber ist es nicht auch eine Falle? Naja, im Moment gibt es ja irgendwie sehr große Debatten darüber, was eben als Cultural Appropriation bezeichnet wird, also in kritischen Weißseinsstudien, aber auch im Bereich der Mode. Also wenn man sich im Internet umschaut, ist das wirklich eine der Sachen, die am stärksten, am hitzigsten debattiert wird, sozusagen wer sich aus welchem Zeichenrepertoire bedienen darf, wer sich sozusagen aus welchen Traditionen bedienen darf. Und es gibt dann eben die bekannten Beispiele, die vielleicht euch oder Ihnen auch schon begegnet sind. Also sozusagen, was ist es, wenn ein Native American Headdress auf einmal bei einer Victoria's Secret Fashion Show so als Showfaktor angeeignet wird, oder wenn Navajo-Muster von Urban Outfitters angeeignet werden, ohne sozusagen der Quelle Kredit zu geben, aber auch wenn Rihanna oder Lady Gaga auf einmal den Burka-Swag rocken, ja, also sich sozusagen verhüllen und damit auf eine Kultur anspielen, die sozusagen nicht authentisch ihre eigene ist. Ja. Also die Tendenz, die ich da lese, ist die, dass da eben sehr große Widerstände sich dagegen formieren aus einer Position, die ja sehr gut nachvollziehbar ist, dass sozusagen ein Zeichenrepertoire von marginalisierten Gruppen geplündert wird, so als Show-Effekt, um sozusagen als modischer Gag. Die Gefahr dabei ist natürlich aber, dass dabei Begriffe wie Traditionen oder Zugehörigkeiten eben ganz stark essentialisiert werden und dann natürlich auch wieder Handlungsspielräume kleiner machen. Ja? Also da denke ich, muss es irgendwie einen Verhandlungsprozess geben, der sozusagen diese legitimen Interessen berücksichtigt, aber dann sozusagen nicht die Optionen von Mode an sich verengt. Also man muss natürlich auch immer die Dominanzverhältnisse betrachten, aber ich denke, es ist auch ganz gut, dann einfach nochmal auf ältere Texte zurückzugreifen. Also wenn es zum Beispiel so etwas wie, das geht was sozusagen bei Weißen als Wursthaare dann bezeichnet wird, also die Dreadlocks sozusagen als illegitime Form, dann ist es aber auch ganz interessant, einen alten Aufsatz von Kobina Mercer zu lesen, Black Hair Style Politics, wo er dann eben auch sagt, dass dieser Hairstyle in Afrika eben als dezidiert Metropolitan gelesen würde und jetzt eben auch nicht als authentisch afrikanisch. Also da
muss man irgendwie ein bisschen aufpassen, wie man da sozusagen die Handlungsmöglichkeiten verengt oder auch Kurzschlüsse schließt. Aber ich denke, das ist eine sehr wichtige Debatte, die eben auch ganz klar von Marginalisierung spricht. Also dass eben gewisse Bevölkerungsgruppen eben nur sozusagen als Repertoire wahrgenommen werden, aus dem man sich dann mal bedienen kann und die aber sonst keine Rolle spielen, die nicht abgebildet werden, also die keine Form von Repräsentation finden, die nicht als stylisch, sondern eben als traditionell wahrgenommen werden. Also das fand ich auch ganz interessant an der Alexander McQueen-Ausstellung, weil Alexander McQueen, also ich glaube, in der Ausstellung wurde dann auch explizit gesagt, er hätte ein Faible für Exotik und er würde wilde Menschen für besser halten, weil sie nah an der Natur seien. Und das Interessante war auch, dass es da keinerlei Kritik gab an diesen Konzeptionen, obwohl man ja sozusagen posthum vielleicht die Sachen anders verhandeln könnte. Und dann gab es eben auch eine Aussage, es sei doch Old Hat, die Kleidung von anderen Kulturen als Kostüme zu betrachten und nicht als Mode und man müsse da doch ein bisschen weitergehen. Und das ist aber natürlich genau das Problem, was da beschrieben wird, dass diese Dress Practices, wie man so sagt, einfach nur sozusagen kurz geplündert oder angeeignet werden und dass es da keine Auseinandersetzung damit gibt. Also das ist sozusagen die eine Form von Aneignung, über die jetzt eben diese Debatten toben, die ich auch sehr wichtig finde, weil sich darin eben auch sehr viel manifestiert außerhalb von Mode. Also vielleicht können wir jetzt eh auch so in den letzten Teil unseres Gesprächs hier kommen, wo wir nochmal über diese Ausstellungen nachdenken, die wir uns wünschen würden. Vielleicht fast ein bisschen manifestartig ziehe ich jetzt als Schluss aus dem, was du gesagt hast. Lustvoll auf jeden Fall, unkritisch auf keinen Fall. Lass uns doch gemeinsam noch so ein bisschen überlegen, wie sollen die sein, diese Ausstellungen, die wir uns wünschen. Genau, also wenn ich das vielleicht hier nochmal kurz erwähnen darf, was wir damals sozusagen als drei Punkte hatten, als ich schon mal bei euch referiert habe, das war ja eben das, sozusagen das, was so unbefriedigend ist, das ist, dass Mode in Ausstellungen eben eigentlich nur auf zwei Weisen figuriert, eben sie steht nur für sich selbst, also nur für das Werk des großen Designers oder nur für was anderes, nur für die Arbeitsbedingungen, nur für die Traditionen, nur für die Transportwege etc. Also das, finde ich, muss auf jeden Fall zusammengeführt werden. Dann ist eben auch noch ein Problem, dass, das hast du ja auch schon erwähnt, dass Mode eben eigentlich nie kontextspezifisch abgebildet wird. Ja? Also es gibt keine Verhandlungen oder Auseinandersetzungen mit dem Raum, wo sie präsentiert werden, was ja sozusagen im künstlerischen Bereich mittlerweile gang und gäbe ist. Das passiert eben, wenn, dann nur, wenn sich sozusagen Leute aus künstlerischen Perspektiven auch mit Textil oder mit Modepraktiken auseinandersetzen. Dann gibt es so eine Auseinandersetzung mal. Aber sozusagen, dass hinterfragt wird, wo, in welchen Räumen präsentieren wir Mode, wie machen wir das, warum machen wir das, wie verhandeln wir das, das passiert eben nicht. Und genau, das Letzte war eben noch, dass die vielschichtigen Arbeitsprozesse, die hinter Mode immer stecken, ja? Also die werden eben nicht sichtbar. Also ich habe neulich ein Buch gelesen von einer Fashion-Theoretikerin, die erzählt hat, dass sie im Unterricht ihre Schülerinnen und Schüler oder Studentinnen oft fragt, ob sie überhaupt wissen, wie viel Arbeit in einem T-Shirt stecke. Ja, das wirkt jetzt natürlich erstmal sehr moralisch, aber also ihr ging es darum, dass sozusagen das, was für uns ein Wegwerfprodukt ist, dass da sehr, sehr komplexe Arbeitsprozesse dahinter stehen, aber meiner Meinung nach versteckt sich ja hinter Kleidern eben hinter dem rein Materiellen, was schon immens ist, auch wenn man die Transportwege, Marketing etc. noch mitbedenkt. Sehr viel, aber eben auch sozusagen, was ist die Geschichte des T-Shirts, wo wurde es wie getragen, was weiß ich, wo stand es für Rebellion, was ist mit Slogan-T-Shirts etc. Ja, also ich meine, gerade am T-Shirt kann man ja
sehr viel festmachen, weil das sozusagen so das Insignium der westlichen Kleidungs- und auch Wegwerfkultur ist. Genau, und also die Herausforderung wäre dann eben, das zusammenzuführen, ja, und da sozusagen Sinn draus zu konstruieren, aber auch Spaß daran zu haben, ja, weil das ist ja das, ich glaube, deswegen sind wir auch alle hier, dass man natürlich nicht vergessen darf, dass das Entwerfen oder auch das Verwerfen von Identitäten, die auch immer wechseln können, durch Mode ja irgendwie auch was sehr Kraftvolles ist. Also sie muss, diese Ausstellung, die du dir erträumst eigentlich, die muss reflexiv sein, die muss gesellschaftliche Verhältnisse thematisieren und in Frage stellen, die muss historisch sein, die muss diese gesellschaftlichen Verhältnisse im Hinblick auf ihre Gewachsenheit thematisieren und sie muss dabei zugleich das Lustvolle der Überschreitung anrufen. Genau, also das wäre sozusagen die utopische Traumausstellung. Also ich meine, wir sind natürlich so pragmatisch, dass wir wissen, dass das auch innerhalb der, was weiß ich, materiellen Restriktionen nicht unbedingt geleistet werden kann. Also wie gesagt, also historische Textilien dürfen gar nicht einfach so ausgestellt werden oder bewegt werden, wie wir uns das vorstellen würden. Aber da gibt es ja dann auch Möglichkeiten, mit aktuellen Sachen zu arbeiten oder die sozusagen zu reenacten. Aber jetzt kommst du auf die materielle Dimension zu sprechen, die ist ja eigentlich auch sehr interessant beim Ausstellen. Also diese Dinge haben ja nicht nur einen Weg zurückgelegt, die haben nicht nur eine Geschichte, die haben nicht nur eine Funktion, die haben eben auch ein Material. Fällt uns dazu noch was ein, was wir mitnehmen wollen in unsere Ausstellung unserer Träume? Also wie ich schon gesagt habe, ich bin immer sehr sozusagen frustriert von diesen schematischen Figurinen mit Mode und ich freue mich, wenn Mode sozusagen aus dem Kontext genommen wird und vielleicht auch mal verzerrt wird und in Bestandteile verlegt wird und vielleicht auch mal dann haptisch figuriert oder irgendwie auch anfassbar, angreifbar ist. Ja? Also, oder ich denke auch, da haben wir auch im Workshop ja drüber gesprochen, es muss nicht immer alles in dieser Form sichtbar sein. Man kann vielleicht auch Mode erzählen, man kann Menschen befragen und dann sozusagen so eine andere Form von Repräsentation haben, die sich sozusagen selber bildet oder man kann Mode sozusagen auf so einer zweiten Ebene abfilmen, abfotografieren, rekonstruieren. Also ich finde es eben sehr wichtig, dass man auch mit der Materialität von Mode spielt und die auch hinterfragt, weil Mode in einem Museum eben so einen wahnsinnigen Fetischcharakter hat, eben auch durch die genannten Restriktionen. Aber ich finde das auch spannend, wenn man diese Überhöhung dadurch durchbricht, dass man die Textilien auch verzerrt und damit irgendwie auch queert in diesem Kontext. Ich denke, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um vom Podium vielleicht auch ein bisschen in eine größere Debatte zu kommen und auch unseren Kontext ein bisschen zu queeren, weil wir haben uns ja schon vorbereitet auf dieses Gespräch. Wir haben ein Mikro für den Saal und ich würde bitten, in das Mikro zu sprechen wegen der Aufnahme. Peter Zavrell, ich bin Geschäftsführer hier im Künstlerhaus und ich bin kein Modeexperte, aber ich möchte zwei Beobachtungen beitragen. Das hat sich mir jetzt also ganz unbedingt aufgedrängt. Das eine zu diesem Fetischcharakter und zu der Frage, wenn ich Ausstellungen mache, welche Bedingungen muss ich da erfüllen? Wir hatten hier im Haus im vergangenen Herbst eine Ausstellung mit dem Titel Inspiration Textil, die ich sage jetzt mal möglichst allgemein, indigene textile Objekte aus der halben Welt kombiniert hat mit zeitgenössischer Textilkunst. Wir hatten hier ein Werk von Mosman aus den späten 60er Jahren, das vom Museum für angewandte Kunst frisch restauriert war und wir mussten für die Ausstellung dieses Objektes Bedingungen erfüllen, die, das sage ich jetzt als Kunsthistoriker, der dem Denkmalschutz kritisch gegenübersteht, in meinen Augen absurd waren, also Luftfeuchtigkeit, Temperatur und so weiter. Wir hatten in dieser Ausstellung aber auch Objekte,
ausschließlich aus Privatbesitz, ausschließlich, da war kein einziges Museumsstück dabei von den indigenen Textilien. Das älteste war ein Kleidungsstück, das in Peru vor ungefähr 1600 Jahren hergestellt wurde. Es waren darunter indonesische T-Shirts, ich nenne das jetzt absichtlich so, ungefähr 600 Jahre alt. Ich sage deswegen T-Shirts, ich bin da kein Experte, aber die hatten so symbolische Beschriftungen, sage ich jetzt mal, drauf, die der Abschreckung von bösen Geistern dienen sollten. Und hätte man daneben ein bedrucktes T-Shirt aus dem nächsten Shop von irgendwo gehängt, wo auch so ja, alle möglichen Symbole drauf sind, Beschriftungen drauf sind, dann hätte man gesehen, dass da eigentlich dasselbe Gestus dahinter steht. Ja. Den privaten Leihgebern, es gibt unglaubliche Sammlungen in Österreich, ich wusste von deren Existenz überhaupt nichts. Ja. Also eine ist vielleicht bekannt, die von Erwin Melchert, aber da gibt es also noch viele andere. Denen war das aber völlig egal, weil die haben einen ganz pragmatischen Zugang. Ja. Und wenn man dann sieht, wie diese privaten Sammler mit diesen Dingen umgehen, nämlich ganz lebendig, ja, und ganz praktisch sozusagen, ja, dann kommt man aus dem Staunen nicht heraus. Die trampeln auf denen auch herum, also hier sind kleidungsafrikanische Kleidungsstücke, Graslandtextilien am Boden gelegen, die wir dann hier aufgehängt haben. Die sind einfach am Boden gelegen, die sind darauf herumgegangen, wie ich das entsetzt beobachtet habe. Haben sie gesagt, naja, das muss ja das aushalten, weil das muss ja auch aushalten, getragen zu werden. Also so viel zu diesem Fetischcharakter. Würde ich heute so eine Ausstellung machen, ich würde auf Leihgaben aus Museen möglichst verzichten, würde zu den privaten Leihgebern gehen und die freuen sich und sind stolz darauf, wenn sie es zeigen dürfen und wollen nicht einmal genannt werden, am liebsten bleiben die anonym. Eine zweite Beobachtung, Sie, Frau Sternfeld, haben zuvor beschrieben, wie so eine ideale Ausstellung ausschaut. Also sie soll nicht unkritisch sein, sie soll alle möglichen Bedingungen erfüllen. Und wenn ich das summiere, dann haben Sie eigentlich mit dem, was Sie gesagt haben, etwas beschrieben, was Menschen zumindest in einem bestimmten Lebensalter eigentlich dauernd machen. Und wir können sehr viel davon lernen, wenn wir ihnen als Erwachsene zuschauen, spielerisch. Vielleicht ist der spielerische Zugang oder der spielerische Umgang einer, der es ermöglicht, katastrophale Produktionsbedingungen unter einen Hut zu bringen, mit einer Lust, sich mit den Produkten zu beschäftigen. Das Spielerische ist auch oft sehr kritisch und im Spiel ist alles möglich. Es ist nichts unmöglich im Spiel oder im spielerischen Umgang mit etwas. Ein Vorschlag. Weil das Spielerische nämlich auch in dieser Ausstellung sehr wichtig war. Aber interessanterweise eben dort, wo die privaten Leihgeber gekommen sind mit ihren ungeheuren Schätzen. Ja. Und dort, wo die zeitgenössische Kunst vorhanden war, ja, also die Marga Persson, die das kuratiert hat, die hat da wirklich gekämpft, zum Teil auch. Ja. Da war das dann auf einmal alles nicht so leicht. Ja, vielleicht nur kurz noch als Bemerkung dazu. Ich habe auch das Gefühl, dass die Ausstellung, die jetzt nicht sozusagen als primäre Prämisse Mode haben, sondern die ja, sich mit Textil beschäftigen, der Geschichte von Textil, mit Überschneidung zwischen künstlerischen Praktiken und Mode oder eben auch textilen Strategien, dass die auf jeden Fall immer sehr viel interessanter sind und sehr viel komplexer als die Ausstellung, wo im Endeffekt einfach wirklich nur Modeentwürfe aneinandergereiht werden. Also ich glaube, davon kann man schon auf jeden Fall lernen. Und also was Sie besprochen haben, also das kenne ich eben aus der Forschungsliteratur, dass da wohl in den 80er Jahren sozusagen so ein Shift war, ein Paradigmenwechsel, weil vorher hat man durchaus noch alte Kostüme auch mal in Museumsmodenschauen vorgeführt oder abfotografiert an lebendigen Körpern, weil ja immer sozusagen dieser Streit tobt, beziehungsweise davon ausgegangen wird, dass Mode nur am lebendigen Körper sozusagen ihrer
Ganzheit verstehbar ist, was ich auch so ein bisschen hinterfragen würde. Das hat man noch bis in die 80er Jahre reingemacht und dann ist man aber dazu übergegangen, sehr strenge Konservierungstechniken anzuwenden, und ich kann das nicht beurteilen, wie schädlich das wirklich ist für die Stücke. Es wird davon ausgegangen, dass eben Textilien, die sehr anfällig sind, auch für Luft, und dann wurde gesagt, dass Menschen verlieren immer sehr viele Hautschuppen, dass das die Textilien auch zerstört. Ich kann das persönlich nicht beurteilen, aber da ist man anscheinend ultra vorsichtig geworden. Also das deckt sich auch mit Ihren Erfahrungen. Ich glaube, das Interessante an dem Fetischcharakter ist ja, dass sich da trifft, ich glaube ja, dass es eher eine Ausrede ist, also das Problem der Konservierung mit der Darstellung als einerseits Ware, also deswegen fällt uns auch das Wort Fetisch fast mehr ein als Aura, aber natürlich auch des tollen Herrenmuseumsobjekts andererseits. Und jetzt ist die Frage, wie können wir diese Trias durchtrennen? Wie schaffen wir es, diese Herstellung von so einem Objekteffekt, von so einer Wertproduktion über das Projekt hinaus, Ware oder wertvolles Objekt, die da irgendwie so verbunden wird mit dem Thema der Konservierung, zu trennen und uns zu überlegen, gibt es nicht auch Möglichkeiten, mit den konservatorischen Bedingungen anders umzugehen. Und zum Spielthema möchte ich auch noch was sagen, das vielleicht dann auch noch zu dem. Die Sache mit dem Spiel ist die, das ist so ähnlich wie mit der Aneignung. Es gibt Spiele, die dienen der Einübung der bestehenden Machtverhältnisse, und solche, die stellen sie in Frage, und Kinder wissen das ganz genau und wollen beides. Und diese Frage, finde ich, gilt es sich halt bei so einer idealen Ausstellung zu stellen. Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf den Beitrag von Ihnen in Bezug auf die Künstlerhausausstellung, weil was wesentlich war bei der Ausstellung, war, dass sie dem Thema Begegnung gewidmet war, vom Künstlerhaus aus, und dass Sammler den Künstlern begegnet sind. Und da wird sichtbar, dass, weil die Sammler, die Privatsammler, haben die Quelle der Exponate dargestellt. Und ich glaube, dass das ein interessanter Punkt wäre in Bezug auf eure Ausstellung auch, dass man sich einfach anschaut, von wo kommen die Dinge, weil von dort aus wird bestimmt, wie man mit den Dingen umgehen kann. Und so wie es da beschrieben war, eben die Sammler, die haben eine eigene Haltung. Aber es war auch das Wesentliche daran, weil die Sammler sind nicht einfach benutzt worden in der Ausstellung, sondern die waren unter diesem Begegnungstopos wesentlich, also denen wurde Raum gegeben, und vielleicht ist nicht nur die Quelle der Exponate wichtig, sondern auch noch dieses, wem gibt man Raum, um was in die Ausstellung reinzubringen, und darüber konnten sich die Bedingungen innerhalb der Ausstellung auch ändern, egal wie alt irgendwas ist und von wo es dann kommt. Ja, also das ist natürlich auch was, was immer wieder betont wird, dass die Arbeit mit privaten Sammlungen sehr viel einfacher ist. Aber da würde ich doch auch hinterfragen, wer aus welcher Position was zu welchem Zweck sammelt. Ja? Also wer kommt in Besitz von irgendwelchen alten indonesischen T-Shirts? Also was ist die Geschichte davon? Wird die sozusagen auch adäquat verhandelt in diesem Kontext? Und also das, finde ich, müsste man dann auch nochmal mitbedenken und diese Position dann auch nochmal hinterfragen. So schön das ist, dass man dann leichteren Zugang hat. Ich könnte mir aber eben auch vorstellen, dass man mit den Leuten konkret zusammenarbeitet, die selber Mode machen, die herstellen, dass man mit denen kooperiert. Oder dass man auch sozusagen bilateral mit interessierten Laien oder wie auch immer und Leuten, die professionell mehr oder weniger Mode machen, dass man die was entwerfen lässt, was dann materiell entstehen kann oder was eben auch nur als Konzept entstehen kann, ja, um da sozusagen dieses Problem zu umgehen, aber auch dann anderen Zugang zu Mode haben, der sich nicht mit dem deckt, was sozusagen in Fashion-Magazinen vermittelt wird, dass Mode eben was ist, was entweder teuer in irgendwelchen luftigen Höhen produziert wird oder als Fast Fashion eigentlich nichts wert ist und auch sehr fragwürdig ist, was aber bei High-Fashion-Produkten übrigens auch so ist. Ich würde in Bezug, also die Sammler sind eigentlich nur ein Aspekt in Bezug auf die Quelle. Und das, was Sie jetzt angesprochen haben, das erweitert den Punkt der Quelle schon. Also ich würde den viel allgemeiner sehen
und die Quelle als Quelle betrachten. Also was eben auch immer wieder in der Forschungsliteratur beklagt wird, hat natürlich auch was mit so einer sehr didaktischen Vorstellung von einem Museum zu tun. Das hat zum Beispiel auch Susie Menkes, so eine ganz bekannte amerikanische Modekritikerin, sich darüber beschwert, dass eine Ausstellung, die in der New Yorker Met gezeigt wurde, über Paul Poiret, die auch bezeichnenderweise King of Fashion hieß, also da ist dann schon auch klar, was damit eigentlich so ausgedrückt werden soll. Wer hat dann gefordert, dass wir quasi was lernen müssten, wenn wir ins Museum gehen und dass das vielleicht gut wäre, auch didaktischer zu sein. Das ist natürlich eine sehr traditionelle Vorstellung von Museen, aber was ich doch auch sehe, ist, dass sozusagen, wenn einfach nur Kleider repräsentiert werden, die jetzt nichts außer ihrem visuellen Gehalt repräsentieren und vielleicht eben den Glamour des Designers, das finde ich eben sehr unbefriedigend. Also ich würde mich inspiriert fühlen, wenn ich irgendwelche Verbindungen herstellen könnte, die ich so vorher noch nie gesehen habe, also zwischen Ort und Objekt oder zwischen Formen und Migrationswegen oder was auch immer. Ja? Also das sozusagen, was irgendeine Schicht sozusagen exhumiert wird oder ans Licht gebracht wird, die sonst vielleicht einfach nicht sichtbar ist. Ja? Die wir rausfinden können, wenn wir uns mit Kleidung oder mit gewissen Kleidungspraktiken genauer beschäftigen, wenn wir auch mit Leuten reden, wenn wir dazu forschen in diesem Kontext. Also das fände ich irgendwie einen Zugewinn. Also ich gehe jetzt nicht direkt auf diesen Punkt ein, aber also ich habe ein bisschen Insiderwissen, weil ich habe mich gestern getroffen mit einer Gruppe von Studierenden, die bei der Ausstellung vorbereitet, und die haben mir erzählt, dass sie so quasi eine Vorphase vor der Ausstellung haben in einem anderen Rahmen. Und ich kann das jetzt gar nicht alles bezeichnen, weil ich habe die Begriffe nicht im Kopf, aber ich finde das sehr interessant. Und vielleicht könntet ihr das mit dieser Vorphase in diesem Ort, an diesem Ort in der Zollamtstraße ansprechen, weil ich glaube, das ist wissenswert, dass ihr dort Gestaltungsmöglichkeiten erproben könnt für die Ausstellung. Und vielleicht kann man darüber allgemein sprechen. Also ich möchte natürlich jetzt am allerliebsten übergeben, wenn sich jemand vorstellen könnte, selber zu erzählen, aus der Gruppe Public Program von uns vielleicht. Wenn es niemand möchte, mache ich es. Mit diesen Federn kann ich mich wirklich gar nicht schmücken. Das ist sozusagen eine Idee, die durch eine Zusammenarbeit mit Derif entstanden ist. Und Derif planen ein Festival in der Zollamtstraße, bei dem es auch um das Motto Do It Together gehen wird. Und die Gruppe Public Program, die im Rahmen dieses Ausstellungsprojekts arbeitet, ist mit der Idee in unseren Ideenprozess eingegangen, dort im Rahmen dieses Festivals bereits eine erste Station des Public Programs zu haben, bei der eine Woche lang vieles erprobt werden kann, was dann in der Ausstellung auch zu sehen und nicht nur zu sehen, sondern auch eben selber weiterzuführen ist. Und das Thema Do It Together, Do It Yourself, Do It Together, also das Thema Selbstorganisation, ist auch eines der Themen, die das Public Program behandeln wird. Wir haben uns nämlich, also die Gruppe Public Program hat sich nämlich vorgenommen, vor dem Hintergrund all dieser Fragen sich verschiedene widerständige Strategien in der Mode anzusehen. Aneignung ist eben eine davon, Selbstorganisation eine andere, Verweigerung wäre noch eine, Alternativen, und die jeweils nicht nur in der Ausstellung darzustellen, sondern auch mit unterschiedlichen Akteurinnen zu erproben, entweder während der Ausstellung oder davor, entweder in der Ausstellung oder außerhalb von der Ausstellung. Und zum Thema Selbstorganisation wird sich eben die Gelegenheit ergeben, in der Zollamtstraße eine Woche lang im Rahmen einer offenen Lehr- und Lernsituation auch schon etwas zu machen. Ich weiß nicht, wie konkret ich das schon sagen darf. Ja, es ist noch nicht so konkret, aber wie du jetzt gerade gesagt hast, Nora,
ist es eben unser Anliegen, dass wir Strategien quasi einerseits zeigen, also wie es ja in einer Ausstellung ist, man zeigt Dinge her, aber wir wollen sie auch ausprobieren, also quasi in Aktionen lebendig machen. Und vorhin war gerade so ein Thema auch, also wie bringt man also quasi die Objekte und den Ort miteinander in Verbindung, und da ist man halt in Ausstellungen auch immer ein bisschen ja, gebunden, weil es ist einfach ein Ort, und wir haben eben die Möglichkeit, durch das Public Program ja auch hinauszugehen und an Orte zu gehen, wo einerseits Mode stattfindet und wo auch widerständige Strategien im Bereich der Mode stattfinden. Also das ist das, was wir quasi ja, ausprobieren wollen oder tun wollen. Also ich hab da jetzt so illegitim irgendwo reingestochen, aber ich habe mir gedacht, es ist wichtig, von sowas schon zu erfahren, weil sonst reden wir über alle möglichen Möglichkeiten und was vielleicht passieren könnte, aber auch nicht passiert. Aber in Wirklichkeit gibt es schon Schritte, und die kann man ziemlich interessant weiter visionieren. Also selbst wenn ihr noch nicht mehr verratet, könnten sich schon Fantasien entwickeln, nur aufgrund des Wissens, dass es von euch so ein Agieren in die Öffentlichkeit auch schon vor der Ausstellung gibt und dass man auf euch stoßen kann. Und vielleicht könntet ihr die Gelegenheit am Schopf packen und versuchen, noch mehr von dem Publikum zu kriegen. Ja, ich finde das, also was uns jetzt auch wichtig ist, jetzt kann ich wieder mehr für uns auch als Leitungsteam sprechen, ist, dass eine Ausstellung ist ja nicht nur das, was die Leute machen. Eine Ausstellung ist eine ganz lange Geschichte von Ausstellungen, und eine Ausstellung ist auch ein großer, langer Prozess. Und diese Idee eben auch hier jetzt mit Sonja Eismann, lange im Vorfeld, öffentlich, alle gemeinsam hier zu diskutieren, gehört für uns genau dazu. Und einfach auch so eine andere Zeitlichkeit über dieses Event Ausstellung zu legen, ist uns ein Anliegen und ist eben auch ein Anliegen, die durch das Public Program einerseits ganz stark den Zeitraum der Ausstellung bespielen wird und andererseits aber auch über den hinausgehen wird zeitlich, davor und danach. Martina Grieser, auch ECM-Leitungsteam. Ich wollte auch noch einen Widerstandsgedanken vielleicht einbringen, der jetzt als Reaktion auf die konservatorische Problematik. Also es gibt so zwei Vorurteile. Das eine ist, Fotoausstellungen sind billig und Modeausstellungen, Textilausstellungen sind teuer. Und das muss nicht so sein. Und ich würde jetzt gerade bei unserer Ausstellung auch dafür plädieren, aber auch generell bei Modeausstellungen und Textilausstellungen, dass man diese konservatorischen Rahmenbedingungen nicht immer so als Feindbild oder als notwendiges Übel sieht, sondern auch als Chance. Weil, also gerade an der Angewandten gibt es die Textilrestaurierung ja erst seit 10 Jahren. Ist ein sehr junges Studienfach, also international betrachtet ein junges Studienfach, in Österreich überhaupt erst seit 10 Jahren existent. Vorher haben das hauptsächlich Schneiderinnen gemacht. Einige sind auch hier, einige Absolventinnen dieser Textilklasse. Und es gibt da, auch, einige haben auch schon den ECM absolviert. Und es gibt durchaus Möglichkeiten, mit den Textilrestauratorinnen von Anfang an zu kooperieren, weil es auch ein spannendes Forschungsfeld ist. Und ja. Möglichkeiten der Aneignung und des Widerstands bietet. Ganz, also das finde ich eben auch ganz wichtig, das zu durchbrechen, weil da gibt es ja anscheinend eine Ausredenallianz eben zwischen Kuratorinnen, die auratisieren und die sich mit Restauratorinnen hier zusammenschließen und auf die sie sich auch ausreden können dann, also in dem Sinn. Und ich finde es auch wichtig, weil wir ja über Mode und Produktion arbeiten in der Ausstellung, dass Textilrestauratorinnen genau diese Schnittstelle ja auch sind. Die haben etwas mit Mode zu tun, die haben etwas mit Arbeit zu tun, die haben etwas mit Geschichte zu tun und mit gesellschaftlichen Verhältnissen. Und wenn wir also über Angewandte sprechen, dann sprechen wir hier über eben auch schon eine sehr lange Geschichte und Auseinandersetzung und Schnittstellen zwischen Textil
und zeitgenössischer Kunstproduktion. Und da würde ich sowohl die Textilklasse als auch die Modeklasse als auch die Textilrestaurierung mitdenken und hineindenken. Ja, ich meine, vielleicht wäre es auch eine Möglichkeit, genau diese Arbeitsbedingungen und Materialbedingungen auch zum Thema zu machen und transparent zu machen, ja, und als sozusagen als ein Artefakt darzustellen innerhalb dieser Ausstellung. Das könnte ich mir auch noch vorstellen, weil das sind ja auch Dinge, die nicht reflektiert werden außerhalb, also sozusagen vom Publikum, dem Publikum nicht zugänglich gemacht werden, sondern nur sozusagen als Planungsfragen abgehandelt werden. Ja, und das wäre zum Beispiel auch was, was ich als interessierte Besucherin gerne erfahren würde. Also welche Schritte, welche Restriktionen oder welche Möglichkeiten, welche Fähigkeiten sind da involviert? Noch einmal zu Wort melden darf. Ich sehe ja die Vorstellungen von Restauratorinnen und Konservatorinnen nicht als Feindbilder. Aber wenn es um Mode geht, also da möchte ich schon sagen, also erstens ist Mode für mich viel mehr. Das ist ein Lebensgefühl, ja, das ist etwas, was dauernd entsteht, was jeder von uns permanent produziert für sich. Ja. Wenn es aber jetzt um die Objekte geht, dann ist vollkommen egal, ob das jetzt Textilien sind oder ein Brillengestell oder was immer, oder Schuhe oder so. Ja. Es geht um eine haptische Erfahrung. Also es gibt Dinge, die sind dafür gemacht, dass man sie anschaut. Es ist nicht daran gedacht, dass man auf einem Tafelbild mit dem Finger herumfährt, egal ob es aus dem 15. Jahrhundert stammt oder ob es von Hermann Nietzsche ist. Es ist aber daran gedacht, dass man etwas, das man am Körper trägt, nicht nur anschaut. Es gibt immer den einen, der es anschaut, und es gibt den anderen, der es nicht anschaut, weil ich schaue ja nicht dauernd auf meinen eigenen Körper oder renne dauernd mit dem Rückspiegel vor mir durch die Gegend, sondern der es eben trägt, ja, das Selfie, das ist wunderbar, das jetzt vor mir gerade symbolisiert wurde. Und ich finde, das ist was ganz was Wesentliches, das auch in einer Ausstellung erlebbar zu machen. Ja. Und deswegen habe ich dieses Beispiel der Inspiration Textil hier genommen, die wir im Haus hatten, weil das eben sehr interessant für mich war, dass auf der einen Seite Objekte der zeitgenössischen Textilkunst, ja, sagen, fetischisiert werden, dass die auratisiert werden, ja, dass sie auf einmal ein Objekt von der Edda Seidel-Reiter, die sie vor 25 Jahren noch bei ihrem Atelier angreifen durfte, nicht mehr angreifen darf, ja, obwohl das eine ganz haptische, sinnliche Textilarbeit ist. Ja, aber eine private Sammlerin hängt da ihre wunderbaren japanischen Gewänder aus dem 19. Jahrhundert mit Reißnägeln an die Wand und sagt, naja, natürlich kann man das angreifen. Dafür ist es ja da. Ja? Und wir haben das dann in der Ausstellung so gelöst, dass man halt alles, was man nicht angreifen durfte, haben wir in Vitrinen gelegt oder haben wir Kordel davor gegeben. Und jeder noch so simpel gestrickte Ausstellungsbesucher oder Besucherin versteht, wenn ich vor zwei Objekten stehe, die an der Wand hängen und einmal ist da ein Kordel und einmal ist keine Kordel, dann heißt das, hier darf ich hingehen und da darf ich nicht hingehen. Ja? Aber das ist für mich eine Grundfrage. Ja, wie kann ich mich in einer Ausstellung mit dem Thema Mode befassen? Aber ich darf die Dinge nicht angreifen. Ich darf nicht erfahren, was ist die Textur von Leinen, was ist die Textur von Baumwolle zum Beispiel. Ja, oder was immer, egal, ja, ist austauschbar. Aber das ist für mich schon was Wesentliches. Nicht? Wenn ich einen Stein von Karl Brandl nicht mehr angreifen darf, sondern nur anschauen darf, dann brauche ich ihn ja nicht ausstellen. Kann ich ihn ja auch in einem lichtlosen Raum ausstellen. Also wir haben hier eine der vielen Herausforderungen angesprochen, denen wir uns stellen müssen in diesem Bereich. Es ist eine von vielen Widersprüchen und Herausforderungen, die aber gerade das Arbeiten in Ausstellungen so
interessant machen. Wir haben es einfach mit sehr vielen verschiedenen Notwendigkeiten in diesem Bereich zu tun. Wir wollen extrem viel, wir wollen auch Widersprüchliches und wir wollen dafür eben kritische und lustvolle Lösungen finden. Vielleicht jetzt haben wir noch so eine Viertelstunde. Noch zwei, super. Eisenhard Barbara, ich bin Textilrestauratorin. Ich möchte jetzt mal für die Textilien sprechen. Es hat einen gewissen Grund, warum es die Richtlinien gibt. Die alten Textilien, die Fasern werden einfach mit der Zeit spröde, brüchig und es hat einfach einen Erhaltungsgrund. Also wenn ihr wollt, dass die Textilien in 20, 50 Jahren nicht mehr da sind, greift das an, aber dann haben die Leute nachher nichts mehr davon. Das Beispiel von wegen haptisch muss unbedingt sein, man kann moderne Materialien hernehmen, Samt, Seide, diverse Baumwollstoffe, um das haptische erleben zu können. Also man muss nicht die alten Textilien angreifen und dadurch zerstören und der nächsten Generation sozusagen wegnehmen. Einfach nur als Vorschlag, wie man das Haptische auch in die Ausstellung reinbringen kann, ohne jetzt alte historische Kostüme in die Hand nehmen zu müssen. Ja, ich wollte nur in den Raum schmeißen oder sozusagen zur Diskussion stellen, ob eine Ausstellung um Mode herum überhaupt eben sozusagen Haptik braucht. Also für ganz viele, also aus der jungen Generation, findet Mode eben mittlerweile auch online statt. Also das heißt, auf Blogs und so weiter. Also das ist halt eben auch eine Realität. Und ob nicht auch dort, also zum Beispiel online, eine Ausstellung stattfinden kann oder ob die da fortgeführt werden kann oder ergänzt, solche Dinge, das hat mir bis jetzt so ein bisschen gefehlt. Nein, jetzt kommt die Diskussion. Ganz vielen Dank für diese Anregung. Wir sammeln jetzt alles und dann am Schluss am Podium praktisch. Da vorne ist noch eine und da auf der Seite auch. Eigentlich war es vorher. Ja, danke. Das war jetzt nochmal eigentlich eine Ergänzung nochmal zu dem, was ich vorher sagen wollte. Also es ging da um das Haptische vorher und um das Angreifen. Aber wenn wir von Mode und von Kleidung sprechen, dann ist das eben, reicht das nicht, sondern wie der Herr schon gesagt hat, es geht eigentlich darum, dass man was trägt. Also dieses, und wenn Sie sagen wegen online, also natürlich kann man sich sehr vieles anschauen und ich habe das Gefühl, und so passiert das eigentlich im Großen und Ganzen, dass man sich nur mal mit Mode beschäftigt. Ja, man schaut sich Modeblogs an, also man schaut sich Modehefte an und hat eigentlich mehr oder weniger nur mehr diesen visuellen Input. Man weiß aber auch überhaupt nicht, wie sich das anfühlt. Okay, man kann dann bestimmte Kleidung dann tragen, die vielleicht ähnlich ausschaut und die vielleicht in Materialität ähnlich ist, aber kann man in einer Ausstellung das auch wirklich thematisieren, wie sich das anfühlt? Also wie sich so ein ganz normaler Mensch auch vorstellen könnte, was das ist, wenn man jetzt mal was von einem Haute Couture-Kleid trägt. Nur als ein Beispiel. Wie kann man das eben auch vermitteln? Also wie die Textilrestauratorin schon meinte, man kann natürlich auch mit entsprechenden Materialien arbeiten und da eine Brücke schaffen zu dem, zum historischen Objekt. Kann man das vielleicht auch im dreidimensionalen, um das Haptische, um das wirkliche Körpergefühl auch zu erweitern? Das wäre so eine Frage. Mir ist noch was eingefallen, also jetzt eigentlich auch zu dem Online-Thema, ist mir nochmal die Fast-Fashion-Ausstellung eingefallen und ich glaube, also eben zusätzlich erwähnt zu dem vielleicht didaktischen, Sonja, was du gesagt hast, und gut und böse und slow und fast, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, die haben schon so auch Programm dazu laufen und unter anderem auch einen so eine Art Blog, also wo dann man sich auch irgendwie so inszenieren kann, von Fotografen fotografiert wird, also sehr auch so dieses eigentlich dann so lustvolle oder Alltag, ich mit meiner Kleidung da irgendwie schon auch versucht wird reinzubringen. Also das ist mir dazu noch eingefallen, aber ich habe selbst die Ausstellung nicht gesehen und ja. Würde mich noch interessieren, was du dazu dann sagst, also zu diesem Zusatz, auch zu dieser Ausstellung. Nur ganz kurz, ich habe wirklich mich nur auf die Ausstellung konzentriert, es gibt auch noch einen interessanten Katalog dazu, aber
das, was mein Problem damit war, also es gibt dann einen kleinen Raum noch zu Fast Fashion und es gibt halt sozusagen diese Best Practice Beispiele, das ist dann wieder so sehr so managerial in gewisser Weise. Ja? Also es werden dann sozusagen die guten kleinen Unternehmen vorgestellt, die Kleiderei in Hamburg, das ist was, wo eine Kleiderbibliothek, wo man sich Kleider ausleihen kann und das sind alles sehr interessante Ansätze, aber das sind dann sozusagen so in unternehmerische, doch auch irgendwie neoliberale Kleinunternehmen und also die sind natürlich auch Teil von der Modewelt und die haben auch interessante Ansätze, aber das fand ich war dann irgendwie, wo die andere Seite so kritisch beleuchtet wurde, wurde das dann irgendwie sehr affirmativ dargestellt. Ja, also das kann man vielleicht dann auch nochmal irgendwie anders beleuchten, aber klar, also diese andere Dimension gibt es da schon auch, aber das ist halt irgendwie so abgespalten in zwei Bereiche. Aber ich glaube, da hinten war noch eine Frage, oder? Habe ich mich jetzt falsch erinnert? Nicht, dass wir jemanden vergessen. Ich habe noch eine Wissensfrage, das gehört sich gar nicht zum Schluss, aber ich würde gerne das noch ein bisschen auffetten, dieses Thema der Blogs, dass es nicht nur so jetzt nicht nur so auf der Ebene Haptik oder Oberfläche und/oder und so stehen bleibt. Und würde noch gerne ein bisschen dich fragen, welche Funktion vielleicht auch solche Blogs ja gerade auch für so eine feministische und emanzipative und antinormative Mode-Auseinandersetzung und auch Modeproduktion haben. Ja, ein weites Feld, da könnte ich jetzt nochmal eine Stunde zu referieren. Also vielleicht ganz kurz nochmal zu den Einwänden, die kamen. Ich finde, die sind alle sozusagen wichtig und valide und die schließen sich aber auch nicht aus. Also ich denke, man kann durchaus sozusagen ein konservatorisches Objekt irgendwo adäquat zeigen und dann daneben vielleicht den Stoff einfach, der vergleichbar ist, legen, falls man den anfassen möchte. Ja? Oder es gab auch schon die Idee im Workshop mit sowas, das ist vielleicht ein bisschen zu aufwendig, aber also es gibt ja auch so ganz Körperscanner beziehungsweise so Methoden, wo man dann sich selber einscannen kann als Bild und dann Sachen anprobieren kann. Ja? Also dann auch eben digital, das wäre auch eine Möglichkeit. Und die Frage ist eben, ja, das ist so die große Auseinandersetzung, muss Mode immer materiell und physisch erfahrbar sein? Ja? Also es spricht viel dafür, aber andererseits ist Mode ja auch ein Image, Mode ist ja auch ein Bild. Und wir fassen ja auch nicht alle Leute auf der Straße an, die was Tolles anhaben. Ja? Das würde man ja auch nicht machen. Also ich kenne diesen Griff, wenn man ins Geschäft geht und dann alles so anfasst, einfach weil man wissen will, wie fühlt sich das an. Aber andererseits gibt es natürlich auch einfach nur diese Blickjouissance an der Mode, im Alltag, aber auch auf dem Laufsteg, in Blogs etc. Und zu Blogs, das ist wie gesagt ein weites Feld, da gibt es auch natürlich Ambivalenzen. Einerseits wurden ja Blogs also Street-Style-Blogs oder Fashion-Blogs allgemein, wurden sozusagen als Demokratisierung der Mode wahrgenommen, bis man dann festgestellt hat, weil da sozusagen die Underdogs dann auch einfach kommen konnten und Fotos gemacht haben und ihre eigenen Vorstellungen von Mode dargestellt haben. Und andererseits hat man aber festgestellt, dass die sehr schnell nach den klassischen Mechanismen von auch Printmagazinen dann doch wieder funktioniert haben, dass es halt ein paar Stars gab und die wurden dann zu den Fashion-Shows in die Front Row eingeladen und dann gab es großes Geschiebe und Gedrängel mit den Magazinen, die diese Parvenus nicht mochten und was weiß ich. Und da ging es dann natürlich auch darum, Einkünfte zu generieren, Advertorials zu schreiben, Sponsored Posts und also das ist eine Wissenschaft für sich, was man da alles machen kann, was redaktionell aussieht, aber dann doch Geld bringt. Also das ist sozusagen so die eher kommerzielle Variante und dann gibt es natürlich noch sehr viele Blogs, wo sozusagen widerständige Bilder oder Bilder, die eben normalerweise in der Mode nicht gesehen werden, wo die dann auch tatsächlich gezeigt werden, also Fat Fashion Blogs oder eben die schon genannten Muslim Fashion Blogs, also es gibt ganz viele Hijabista Blogs, wo es dann halt um modische Styles mit Kopftuch oder auch mit Niqab etc. geht. Oder es gibt eben queer und androgyne Fashion-Blogs oder Style-Blogs. Es gibt eben einen ganz bekannten Blog, auch Advanced Style für ältere Leute, die eben spezielle Kleidungsstile haben. People of Color, die
auch natürlich in der Werbeindustrie, in der Modeindustrie marginalisiert werden. Also das gibt es alles und das ist auch ein ganz wichtiges Forum, aber andererseits gibt es dann natürlich auch das Argument, dass das sozusagen zum, das machen natürlich sehr viele Frauen, Millionen von Fashion-Blogs von Frauen gibt es, aber es gibt auch das Argument, es gibt einen Artikel von Agnes Rocamora, die über Frauen- und Fashion-Blogs schreibt, die dann eben sagt, dass der Computerbildschirm dann sozusagen zu, einer, zu so einem Surveillance-Tool wird, ja, also so ein Überwachungsinstrument, weil Frauen werden eh dazu animiert, die ganze Zeit ihre Körper zu überwachen, ihr Aussehen zu überwachen und dann der Computer, auf dessen Bildschirm sie sich halt mit ihren neuen Outfits immer inszenieren und wieder sehen, ist sozusagen das, was früher der Spiegel war und der kontrolliert sie natürlich dann auch ständig in ihrem Aussehen. Ja, also das ist natürlich dann nicht so quasi ermächtigend oder widerständig, aber also trotz allem sieht auch Agnes Rocamora da Potenzial, überhaupt andere Identitäten sichtbar werden zu lassen und das, denke ich, ist schon mal relativ viel. Ja, also es war ein Fast-Durchlauf durch eine unbeantwortbare Frage. Wir werden sicher in dieser Ausstellung keine Lösung finden, wie wir nur emanzipativ und nur kritisch agieren. Wir werden uns weiterhin, genau wie bei deiner Antwort jetzt, mitten in den Problemlagen finden und möchten auch so arbeiten und so ausstellen. Ich hoffe, dass es für alle hier so anregend war, Sonja Eismann zu hören, wie es für uns war. Für uns hat es wirklich sehr viel bedeutet und wir werden auch bei der Ausstellung im Rahmen des Public Programs weiter mit Sonja Eismann arbeiten. Und jetzt danke ich dir aber vielmals, dass du es noch geschafft hast, rechtzeitig hierher zu kommen mit aller Kraft und allen hier fürs Zuhören und Mitdiskutieren. Und ja, ich hoffe spätestens, dass wir uns bei der Eröffnung wiedersehen und dann kritisch über unsere eigene Ausstellung sprechen. Danke.